immer dieser Süßigkeiten-Dschungel, ne? Da muss man sich durchkämpfen und schauen und gucken, was da so los ist. Und hä? Dann tauchen neue Sachen auf. Was ist das denn? Rittersport Knusperstücke. Nagelneue Testprodukte aus dem Hause Rittersport. Ich probiere alle drei für euch aus. Willkommen bei der Foodshow. Wie ihr seht, der Testdschungel wird schon wieder größer und ergänzt sich um drei neue Produkte von Rittersport. Rittersport Knusperstücke, Maiscrunch oder Maisstücke, Maisknusper, Crunch, irgendwas. Auf jeden Fall Himbeercrunch und Prezelcrunch. Prezelcrunch ist für mich sofort das, wo ich sage, oh mein Gott, das brauche ich. Ich liebe einfach Brezel und Schokolade in Kombination, wenn es schön salzig ist dazu. Ja, was hat es damit auf sich mit diesen Produkten? Es ist ein Testprodukt, das kann ich euch vor euch natürlich schon mal sagen, das habt ihr ja gerade erfahren. Es ist ein Testprodukt von Rittersport. Es wird aktuell in 10 Supermärkten in ganz Deutschland getestet. Auf jeder Packung ist hinten nämlich so ein kleiner Zettel drauf. Moment, ich muss ja einmal kurz den Barcode zudecken. Ist ein kleiner Zettel drauf, wo auch drauf steht, hey, danke, dass du es probiert hast. Ich hoffe, es schmeckt dir genauso wie uns, bla bla bla. Sag uns doch bitte deine Meinung zu diesem Produkt, sodass wir dieses Produkt noch besser machen können. Und das ist die wichtige Aussage. Ich kann euch also so schon mal verraten, diese Produkte werden auf jeden Fall in den Handel kommen. Nicht mehr 2020, es ist für 2021 geplant. Also es dauert jetzt mal ungefähr ein Jahr, bis ihr die ungefähr sehen werdet, vielleicht ein bisschen kürzer. Dann kommen die offiziell in den Handel. Ich tippe mal kurz nach der ISM dieses nächstes Jahr, also kurz nach Februar werden die, denke ich mal, in den Handel kommen. Wie gesagt, das Produkt ist an sich final. Es wird jetzt gerade nur an der Rezeptur noch gefeilt. Was könnte besser sein? Was würdest du dir besser empfehlen an dem Produkt? Die wollen einfach Stimmen sammeln. Das extra nur in 10 Märkten, die geheim gehalten werden. Es ist mit Absicht so, dass der Test soll nicht verfälscht werden. Nicht, dass jetzt auf einmal Leute hingehen, das online weiterverkaufen auf Amazon und Co. Das würde den ganzen Test verfälschen. Das soll ein bisschen unter dem Radar laufen. Ich darf es euch aber schon mal zeigen. Wo habe ich es her? Nicht von Rittersport direkt. Das hat mir eine Followerin zugeschickt. Eine Followerin hat mich per Instagram kontaktiert. Und hat gesagt, hey, willst du die testen? Und da habe ich ihr das auch bezahlt. Sie hat ein bisschen Geld extra von mir bekommen. Habe ich 25 Euro für 6 Tüten bezahlt, inklusive Versand, dass sie ihre Kosten raus hat und ein bisschen Geld extra. Und ich freue mich, dass ich euch was Neues vorstellen darf. Ich habe aber wirklich nur die 6 Tüten. Danach werde ich auch keine nachkaufen oder so. Für mich reicht das dann einmal für zeigen für euch. Was ist es genau? Jetzt geht es darum. Es sind edle Vollmilchschokolade mit Laugengebäckstückchen, 6%, mit Cornflakesstücken und ein bisschen Halbbitterschokolade. Hat 535 Kalorien auf 100 Gramm, die ganze Tüte hat 120 Gramm. Hier ist es edle Vollmilchschokolade mit gerösteten, gesalzenen Mais und Cornflakesstücken, ebenfalls Halbbitterschokolade, hat 542 Kalorien. Und einmal die Himbeerquunch, das ist edle Vollmilchschokolade mit Himbeerquisp und Cornflakesstücken auf weißer Schokolade, 545 Kalorien. Ja, das sind die guten. Wir gehen jetzt schnell in die Nahaufnahme, dann könnt ihr sie euch einmal in Nah angucken mit Zutaten und Nährwerten nochmal. Und dann probieren wir sie. Dann bin ich mal gespannt, wie das Produkt jetzt schon schmeckt, denn ich habe sie noch nicht probiert und auch noch nicht bewertet. Und wir schauen sie uns an. Himbeercrunch. Kleines weißes Ding, beschmilzt mir leider gerade im Sonnenlicht. Ihr seht hier aber auch den schönen Himbeercrunch, der wirklich da ist. Also wirklich schön da. Ihr seht, von außen hat die Schokolade schon ein bisschen gelitten. Das liegt dran, dass die einzeln im Beutel sind und aneinander reiben. Dann kommt Maiscrisp. Ja, Mais ist drin. Kleiner Würfel. Und Brezelcrunch. Ist es wirklich Brezelstücke? Ja, guckt euch diese schönen Brezelstücke an. Das könnte richtig geil sein. Und jetzt habt ihr die gesehen. Jetzt zeige ich euch nochmal die Zutaten, die Nährwerte. Sagt, drückt Pause, wenn ihr es länger lesen möchtet. Das kennt ihr ja. Und dann einmal die Nährwerte und Zutaten der Maiscrisp-Version. Und einmal für euch die der Himbeer-Version, wo man leider nicht so gut es lesen kann. Ich versuche euch hier mal ein bisschen Licht drauf zu bringen oder Schatten. Naja, und jetzt geht's ums Probieren, weil das ist noch viel wichtiger. Und ich bin hier drauf sehr gespannt. Und da sind wir wieder. Und jetzt dürfen wir es mit euch, oder ich darf es mit euch verkosten das erste Mal. Ich habe sie hier noch vor mir. Die sind mir gerade, wie gesagt, ein bisschen weggeschmolzen. Ich habe sie kurz in den Kühlschrank getan, damit sie wieder Form kriegen. Wir probieren als erstes jetzt also den Himbeercrunch mit weißer Schokolade. Wir gucken mal, wie diese Version schmeckt.
Quatscht auf jeden Fall. Jetzt kommt so eine richtig schöne Himbeernote hinterher. Leicht, nicht künstlich, aber diese getrocknete Himbeere hat immer so einen ganz eigenen Geschmack, die so leicht, ja, powervoll ist. Die hat so ein richtig ein bisschen Power hinter. Das schmeckst du ja auch. Ah, komm mal im Hals. Ist lecker, mir aber ein bisschen zu intensiv, muss ich sagen. Ich finde es zu viel Himbeer. Es könnte ein Ticken dezenter sein, aber das ist sowas, was beim Test ja rauskommen soll. Ob es zu viel ist oder zu heftig ist, und es werden ja Meinungen gesammelt. Mir persönlich ist sie etwas zu süß in der aktuellen Version. Möchte ich auch gar nicht mit Punkten bewerten, weil es ja kein finales Produkt ist. Ich möchte das Produkt jetzt nicht irgendwie, wenn das vielleicht nächstes Jahr einer sieht, das Video, das Produkt irgendwie schlechter bewerten, obwohl es sich verbessert hat. Ist lecker, würde ich mir aber, glaube ich, in der Form nicht wieder kaufen. Also die Tüte kann man snacken, aber es ist mir wirklich ein Ticken zu heftig vom ganzen Grundgeschmack. Jetzt gehen wir gleich zum Maiscrunch über. Weil so ist es, glaube ich, fairer. Ich hatte gerade überlegt, ob ich Punkte gebe, aber. Wie gesagt, kein finales Produkt. Und das final zu bewerten, ist ja einfach nicht nett. Maiscrunch. Habe ich Maiscrunch? Ja, ich habe Maiscrunch. Das waren die Brezel, sahen noch anders aus. Ja. Besser als Himbeer. Schmeckt aber fast kein Salz. Und für mich könnte es auch Popcorn Crunch sein, weil ich finde, es schmeckt mehr nach Popcorn als nach Mais. Also natürlich Mais ist auch Popcorn, aber es schmeckt sehr ähnlich wie die Lindt Popcorn Bites. Ich weiß nicht, ob ich die euch schon gezeigt habe. Ich habe das Video dafür schon gedreht. Das ist noch in meiner Datenbank. Kann sein, dass es danach kommt oder schon da war. Die Lindt Popcorn Bites schmecken besser, muss ich sagen, als dieses, weil die sind salziger. Sonst ist der Geschmack aber sehr, sehr ähnlich. Du schmeckst auch diese feine Halbbitterschokolade ein bisschen raus, was angenehm ist. Aber hier fehlt mir Salz. Also auch lecker, würde ich mir wiederholen, wenn es ein Ticken salziger ist. Also die finde ich immer auf jeden Fall besser gelungen. Und jetzt probieren wir meinen Favoriten, also von der Schreibweise von den Dingen. Das ist die Packung, die ich mir blind kaufen würde, wenn ich sie im Regal sehe. Der Brezel Crunch. Also ich habe noch ein bisschen Grundgeschmack im Mund. Ich habe auch gleich kein Wasser mehr. Brezel Crunch. Ich bin gespannt. Ja. Finde ich besser als Mais Crunch. Müsste aber auch salziger sein. Also ist schon mal besser, ist von den drei Sorten auf jeden Fall meine Favoritensorte vom Grundgeschmack. Schokolade schmeckt durch diese leichte Halbbitterschokolade, die dabei ist, und diese kleine Schicht gibt das wirklich so eine schöne Note. Das ist nicht so ein einheitlicher Schokoladengeschmack. Aber da fehlt Salz. Da muss mehr Salz an die Brezel. Die Brezel können vielleicht noch ein Ticken knuspriger sein, aber es ist so ein kleines Stück. Ich probiere das jetzt auch noch. Ich habe ja noch ein paar. Ist Quatsch schön. Ist schön rund. Ja, Salz. Das ist wirklich Salz, was mir fehlt. Das will ich wirklich bei mir bemängeln. Also bemängeln. Weitergeben als Feedback. Aber kann man alle machen. Die werden sich, denke ich mal, auch gut verkaufen, wenn sie in den Handel dann kommen nächstes Jahr. Auf jeden Fall sehr lecker. Leicht verbesserungswürdig noch an ein paar Stellen. Wie gesagt, kann noch fast ein Jahr dauern, bis er die endgültig im Handel findet. So eine Entwicklung zieht sich dann. Denken wir auf der ISM nächstes Jahr, werde ich es euch nochmal zeigen können. Da werde ich, denke mal, mit Rittersport mich wieder zusammensetzen, so wie dieses Jahr auch. Und werde mich ein bisschen über die Neuheiten unterhalten. Sehr lecker. Kommen, wie gesagt, bald in den Handel. Vielleicht habt ihr Glück, dass ich an einer dieser 10 Testmärkte durch Zufall sie finden werde. Ich kann es euch, wie gesagt, nicht sagen, welche es sind.
Auf jeden Fall interessant. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Version euch am meisten reizen würde und wie ihr das denn findet, dass so ein Test mal stattfindet, statt sowas einfach in den Handel zu werfen, dass man wirklich die Meinung der Nutzer oder der Konsumenten auch wissen möchte. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant, solche Geschichten. Sehr, sehr lecker für mich, aber auch der Favorit auf jeden Fall. Prezel Crunch muss nur ein Ticken salziger werden. Hier muss auf jeden Fall Salz dabei. Schmeckt aber für mich mehr nach Popcorn und die ist mir einfach ein Ticken zu süß. Aber ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn ich darüber was höre, schreibe ich es auch gerne in die Foodschau, Food News oder auf Instagram. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video bei der Foodschau. Danke fürs Zuschauen, diesen ganz neuen, exklusiven Produkttest-Test-Video. Passt das? Ich glaube, es passt. Bis bald. Ciao.